Leute, es gibt einen Bug beim Battle Pass. Viele von euch haben sich bei mir in den letzten ein, zwei Tagen gemeldet unter Videos, Instagram und so weiter und haben mir etwas beschrieben, was mega belastend ist. Ich gehe gleich näher drauf ein. Auf jeden Fall ist es ein Bug, der alle betrifft, die sich noch überlegen, den Battle Pass zu kaufen. Es geht nicht um die, die ihn schon haben. Vorher möchte ich euch aber noch zwei Skins zeigen, die eigentlich jetzt im Store sein sollten. Bei mir sind sie nicht drin. Ich habe hier ein Bild, wo er schon aktiv ist, wurde gepostet. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Zwei sehr beliebte Skins, auf die wir lange, lange warten, weil sie in einem Stories from the Outlands Trailer schon mal gezeigt wurden. Bei dem Lifeline Skin bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube, der war schon mal drin, aber Octane Skin glaube ich noch nicht. Dadurch, dass ich mich in den letzten vielen Monaten, fast Jahren schon kaum noch um die tägliche Rotation der Skins kümmere, kann ich euch tatsächlich nicht sagen, ob die schon mal drin waren. Aber ich bin relativ sicher, zumindest der Octane Skin war noch nicht drin. Jetzt auf jeden Fall für eine Woche sollten sie online sein. Bei mir, wie gesagt, ist der Special Reiter komplett fehlt. Der fehlt bei mir. Bei mir geht es bei Featured los und der Double Trouble Store sollte eigentlich jetzt aktiv sein. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Auf jeden Fall finde ich die Skins vom Stories from the Outlands Trailers schon ein paar Seasons her eigentlich relativ geil. Hätte ich euch gerne jetzt in-game hier gezeigt, damit das ein bisschen besser aussieht. So zeige ich euch jetzt nur das Bild. Gerne mal ein Feedback. Seht das bei euch. Jetzt der Battle Pass. Alle, die den Battle Pass jetzt noch nicht gekauft haben, ich weiß nicht, ob das alle Plattformen betrifft, ob das nur PlayStation, nur Xbox oder nur PC ist, von mir aus auch Switch, kann ich euch leider nicht sagen. So ins Detail bin ich noch nicht gegangen oder weiß das nicht. Ich habe noch nichts Offizielles von Apex irgendwie gehört, aber dadurch, dass sich immer mehr melden, dass der Battle Pass ein Problem hat, möchte ich euch jetzt sagen, was da los ist, damit ihr wisst, woran ihr seid. Ihr könnt quasi, wenn ihr den Battle Pass jetzt noch nicht aktiviert habt, noch nicht gekauft habt, dann ist der bei vielen ausgegraut, dieser Kauf-Button. Warum entscheiden sich vielleicht jetzt viele erst, den Battle Pass zu kaufen? Die letzten Seasons haben es gezeigt. Manchmal lohnt es sich nicht, den Battle Pass zu kaufen, weil er einfach Schrott ist oder die Season Schrott ist und du einfach vielleicht nur ein paar Level schaffst, 30, 40, 50 Level, und dann merkst, okay, kein Bock mehr auf Apex. Die nächste Season geht bald los. Also verschwendest du natürlich nicht 900 oder 950 Coins für den Battle Pass und gibst ihn nicht aus. Und viele sparen sich das jetzt, zocken erstmal die Season, und wenn sie dann merken, okay, jetzt bin ich schon Level 80, 90, fast 100, hab's vielleicht durchgezockt, dann kannst du sagen, okay, die Skins sind eigentlich ganz geil, jetzt gibst du die Coins für den Battle Pass doch aus und schaltest alles zeitgleich frei. Viele sparen sich das aber, weil er halt vielleicht nicht ganz so geil ist, und jetzt kriegen viele Torschusspanik und wollen ihn kaufen und es geht einfach nicht, weil irgendwie ein Bug ist. Es ist ausgegraut auf der Schaltfläche, kaufen. Warum, weshalb, kann ich nicht sagen. Ich wollte euch da draußen einfach nur informieren, dass der Bug existiert. Für alle, die sich wundern, warum geht's denn nicht? Aber ich kann, wie gesagt, verstehen, warum viele ihre Coins zurückhalten. Naja, weil die letzten zwei Seasons gerade nochmal gezeigt haben, dass es nicht so geil ist. Und da es ja eigentlich immer so ist, wenn du ein einziges Mal den Battle Pass gekauft hast und hast danach nie wieder Geld investiert und schaffst aber jedes Mal den Battle Pass durchzugrinden, dann reinvestierst du quasi dieses Geld, bekommst Coin für Coin wieder und am Ende der Season hast du die genug Coins wieder zusammen, ohne Geld zu investieren, und kannst dir jedes Mal den Folge-Season Pass kaufen, Battle Pass, so rum. Da das viele vielleicht nicht mehr schaffen oder jetzt erst merken, dass es doch lohnt, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Problem da. Sollte ich da mehr erfahren, wann das wieder behoben ist, wird es davon jetzt kein extra Video geben. Dann wäre ich in meinem Community-Tab auf YouTube da sicherlich euch nochmal auf dem Laufenden halten. Sollte es aber passen und ich habe noch irgendeine andere Information, dann schmeiße ich euch natürlich die Information logischerweise noch hinterher. Gebt mir gerne mal ein Feedback. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr mal gucken, falls ihr ihn noch nicht gekauft habt. Egal, ob ihr Interesse habt oder nicht. Schaut mal, ob die Schaltfläche bei euch freigeschaltet ist. Könnt ihr draufdrücken, ja oder nein. Wäre mal interessant zu wissen. Das war es schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.